Aber erstmal mache ich die Arena kaputt. Ich denke, das kann ich doch einfach so machen. Da muss ich mir doch, ja gut, aber mit Blitzer muss ich wirklich nicht angreifen. Das ist Quatsch. Das ist ja richtig Quatsch. Lura kann zwar nicht die perfekte Attacke, aber ich denke, das sollte in Ordnung sein. Ja, so mache ich es. Ich denke, das reicht. Das ist ruckizucki erledigt. Ach je, das Glurak hat sogar einen Charge-Move mit drei, wie nenne ich das, mit drei Balken. Drachenklaue, okay. Alles klar. Und dieses Samenbomben, okay. Sehr schön, macht nicht viel Schaden, weil es nicht sehr effektiv ist. Klasse, klasse. Das hätte auch anders aussehen können, aber schön. Kokowai besiegt. Und dann will ich doch gleich mal wechseln auf einen Blitzer gegen Garados. Und dann mal schauen, aber ich denke mal nicht, dass da sich irgendwas geändert hat. Zumal, na, ich sollte vielleicht lieber das andere Blitzer nehmen. Das schöne, starke Blitzer. Aber, oh, also die Donnerattacke, die hat gut reingehauen, muss ich ehrlich sagen. Dafür, dass der Donnerschack eigentlich jetzt nicht so einen großen Schaden macht. Also, der Strich ist ja fast schon so klein, dass man denkt, oje, oje, wird das überhaupt noch was? Aber okay, ich habe gewonnen. Ich habe 3000 Punkte abgezogen und jetzt muss ich noch 700. Das ist auch nur noch ein Kampf gegen Garados und dann nehme ich halt meinen 2300er Blitzer mit Donnerschock und doch Donner, tatsächlich Donner. Konstantin, okay, wir kämpfen gegen Konstantin. So, das sollte eigentlich rucki-zucki gehen. Das haben wir bestimmt gleich erledigt. Und ich beobachte gerade so ein bisschen so, was hier abgeht. Es sind zwar jetzt gerade hier keine, also nicht viele Spieler oder fast keine Spieler. Dass da immer noch minus 2000 steht, so ein Quatsch. Naja, so, ich setze einfach meinen Aquana rein. Hauptsache es geht schnell. Und aus Sicherheit nehme ich jetzt die 8 und gut ist. Und dann kann es weitergehen. Magnetilo. Will ich das Magnetilo fangen oder gehe ich zurück zum Nest? Klasse, klasse! Einer meiner Zuschauer könnte eventuell nach Oberhausen zum Zentro fahren. Geil, ich finde es super toll. Dass ihr da zugehört habt und darauf reagiert habt. Magnetilo, Stahl. Ich will meine Stahlmedaille aufbessern. Wie man sehen kann, ist die ja noch nicht so weit. Ah, jetzt stehe ich eh rum. Jetzt kann es ja mal wieder eine... Es macht auch so lustige Bewegungen. Okay, 723. Uiuiui. Jetzt willst du es aber wissen. Zack. So. 2, 3. Jawoll. So fängt man ein Magnetilo. Klasse. Freut mich. Schade. Oh, die Stärke hat mir jetzt so gefallen. Aber er ist doch gar nicht Level 30. Interessant. Und zwar hat er geschrieben, in Oberhausen Zentro und drumherum gibt es 3 Arenen. Ansonsten viele Pokestops. Nur fast alle Pokestops und Arenen sind im Freien. Vermutlich werden jetzt im Gebäude noch welche aufgestellt. Vielleicht schaffe ich es am Wochenende dort vorbeizuschauen. Ganz ehrlich, wenn du in der Nähe wohnst, empfehle ich dir, geh hin. Vielleicht bereust du es, nicht hingegangen zu sein. Leider wirst du aber dieses Video erst nach dem Samstag wahrscheinlich sehen. Davon gehe ich zumindest aus, weil ich habe noch
ein, zwei Videos, die ich vorher hochladen muss, um dieses hier hochladen zu können. Von der logischen Reihenfolge einfach passt. So, eigentlich sollte hier ein Noctu sein. Mal schauen, ob das jetzt hier noch auftaucht. Es war im Tracker zu sehen, aber ja, wenn man dann irgendwann an dem Pokestop angekommen ist, so verschwindet es einfach wieder. Und man ist sich halt nie sicher, woran das jetzt liegt. Ja, ist es jetzt wirklich weg? Da ist es tatsächlich. Ein Noctu. Das ist die Weiterentwicklung von Hoothoot. Und ja, ich denke mal, das geht in Richtung Tauboss. Von der Häufigkeit her, ja. Oder vielleicht auch Tauboga, wer weiß. Schade, ist nicht drin geblieben. Na gut, dann kriegst du eine Beere. Hübsch. Und jetzt ist der Kreis grün geworden. Okay, ich meinte, der war vorher gelb, oder? Zwei. Oh, wieder rausgekommen, okay. Beere ist weg, neue Beere rein. Zack. Okay. Das ist jetzt mal was Neues. Das hatte ich jetzt auch noch nicht gekannt. Gut. Immerhin Curveball, klasse, mit Hyperball auf einem Noctu. Sehr einzigartig, mein erstes Mal. Und es ist drin. Es ist endlich drin. Okay. Schön. Entwicklung gespart. Jetzt war es eher was für die Leute, weil ich meine, für die Leute, die irgendwie ziemlich wenig, die nur Pokémon sammeln und dann damit nichts anstellen wollen. Da hat jemand eine sehr merkwürdige Fahrradbremse, deswegen habe ich jetzt gerade etwas langsamer gesprochen. Okay, passt, ist doch super. Ach ja, übrigens ist da noch ein Griffel. Ich wollte aber jetzt nicht jedem hinterherlaufen. Natürlich wollte ich eigentlich in die Richtung, aber ich muss noch woanders hin. Nö, ich genieße es. Ich denke, viele Leute, die heute spielen, sind vor allem die Leute, die nicht wissen, wie man richtig levelt. Und sie sammeln nur ihren Pokédex vor. Da kommt schon das nächste. Ein Filino. Und danach hätte ich gern Magnetilo und Quiekel. Das wäre richtig nice. Das habe ich mir nämlich eigentlich gedacht, weshalb die zweite Generation so gut sein kann. Und zwar liegt das daran, dass... Jetzt habe ich aus Versehen auf Pokémon Go Plus gedrückt. Es war aber grün, das kann nicht das Filino gewesen sein. Also von daher, mal schauen, was ist es denn gewesen jetzt? Jetzt ist es gelb und es vibriert immer ganz komisch, wenn es gelb ist. Da ist es, Filino. Zack. Was wollte ich sagen? Warum ich das so toll finde, warum es toll ist, dass die zweite Generation draußen ist, weil einfach die Artenvielfalt wieder da ist, die ich eigentlich in der Kleinstadt vermisst habe. So, was nehme ich denn? Ich nehme den Hyperball. Ja, geil, endlich mal Curveball, großartig, Hyperball. Was soll das denn? Ach, aje. Mist, okay. Das regle ich gleich. Schön. Erstmal kurz gucken. Ich hoffe, die Aufnahme funktioniert dann überhaupt. Ja, immerhin. Die Fehlermeldung lautet nicht Fehler. Also haben sie auch die Fehlermeldungen ein bisschen besser gemacht. So, ich hoffe, das Internet funktioniert wieder. Ich habe da jetzt anscheinend richtige Probleme gehabt. Es scheint, ja, scheint zu gehen. Magnetilo. Ja, komm, perfekt. Magnetilo vor einem, ja, vor einer Eisen, ja, gut, so Eisenstange wird es jetzt wahrscheinlich nicht sein, aber es passt halt gerade farblich. Aber, ja, beweg dich mal nicht so arg. Okay, ich hätte es getroffen, also versuche ich es mal nochmal. Ja, okay. Ich muss echt werfen lernen, das geht gar nicht. Das ist ja enttäuschend. Das macht bestimmt keinen Spaß, dazu zu gucken, oder? So, Magnetilo gefangen. Sehr schön.
gleich verschicken. Das ist doch nicht schlecht mit 13 WP. Da ist ein Merrill. Ach, cool. Ein Merrill. Komm schon. Da ist es. Und hier, Superball. Ach, naja. Etwas besser werfen wäre nicht schlecht. Ich wiederhole mich, ich weiß. Gut, passt. Wunderbar. So. Ja, ich denke, das kann ich doch bestimmt gleich verschicken. Genau. Das passt. So, was haben wir denn jetzt hier? Wie zu erwarten war, ein Noctu an der Stadtkirche. Noch ein Merrill am Brunnen. Ich würde aber wieder zum Nest gehen. Ich lese mir gerade einen Kommentar durch und dachte, das nehme ich gleich mal mit ins Video. Und zwar, die Videos sind nicht nur zu lang, sondern schlicht zu langweilig. Die Live-Kommentare machen das Zusehen nicht interessanter. Besser gefällt mir der Ansatz, von Trainertipps, der die echte Welt ins Video integriert und zeigt, dafür muss man nicht in CA leben. Ist allerdings tatsächlich eine andere Liga. Schillings Videos sind humorvoll, tatsächlich informativ. Okay, was soll mir das jetzt sagen? Also, klar, ich verstehe das. Ihr wollt Facecam. Schön, aber kann ich nicht. Ich kann nicht so viele Videos hochladen und Facecam machen. Geht nicht. Ist mir zu aufwendig. Und wenn euch das nicht gefällt, dann lasst es halt sein. Ist halt so. Ich kann halt nicht alle glücklich machen. Geht nicht. Ich kann richtig geile Videos machen mit Facecam einmal die Woche. Nee, ganz im Ernst. Das gefällt mir nicht. Mir gefällt es eigentlich viel lieber, euch jeden Tag mit einem Video zu beglücken. Und vielen gefällt das. Saftiger Lukas hat geschrieben, ich bin genau deiner Meinung. In meinem Dorf gibt es nichts. Der nächste Pokestop ist 4 Kilometer von meinem Haus entfernt. Es gibt ein Dorf in meinem Dorf locker 10 Sehenswürdigkeiten, die ein Pokestop sein könnten. Ja, genau. Deswegen, da gehören die Pokestops hin und nicht da, wo schon welche sind. Obwohl, eins muss ich natürlich dazu sagen. Ich bin davon ausgegangen, dass in der Shoppingpassage in Oberhausen schon Pokestops sind. Aber wenn da dort wirklich keine sind, dann macht es natürlich Sinn, da welche hinzuzufügen. Blöd wäre aber eher, oder woanders, wenn da schon welche sind und sie wollen noch mehr dazu machen. Das finde ich dann, könnte dann wieder ein bisschen blöd sein. Also, dann ärgern sich die Dorfspieler noch mehr und das ist halt schade. So, wollen wir nochmal schauen. Jetzt bin ich am Nest. Was haben wir denn hier? Null. Haha, toll. Kein einziger Pokestop, der hier angezeigt wird, ist ein Nest, steht am Nest. Und daher kann ich immer noch keine Aussage machen, was hier abgeht. Aber es gibt trotzdem was zu sehen oder was zum Fangen.